Nothing, girl, let's work this out or move on. I'm not sure I'm crazy, baby. So, nach den Stummfilmen hört man mich wieder quatschen. Ich bin immer wieder ein Stößen. Eigentlich wollte ich jetzt hierher kommen, wenn alles fertig gerichtet ist, aber ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Dachte, ich fahre halt mal hierher. Eine ist noch im Bau. Sieht man jetzt natürlich hier nicht, oder? Das ist Korn. Naja, heute ist der 5.11. Ah, da jetzt ist sie wieder. Maschine ist drauf, aber ich glaube, es ist auch zu wenig heute zum Stern ziehen oder erstmal die Narbe und dann die Flügel. Aber frisch ist es geworden. Wetter war Bombe, Sonne scheint. Aber es ist ziemlich frisch. EP3 auf MST-Turm. Dreht sich leider nicht. Da vorne hat sich eine gedreht, ein EP3 in 138er. So, hier ist der eigentliche Windpark von Osterfeldstößen. Also das ist quasi der hier. Stehen halt E82, E70, E66 und E40. Oh, der Wind ist ganz schön frisch, ey. Meine Güte. Boah. Ja. Ja, 22 Anlagen stehen da drüben auf dieser Seite. Vorne hat sich eine EP3 gedreht, aber jetzt steht sie leider still. Eine Vesta steht auch still. Das ist ja blöd. Oder ist noch eine versteckt? Eine große, dicke Bertha. So, da werden wir jetzt mal stößen hier. Osterfeld ist der da hinten, der Windpark. Ah, für mich ist das halt alles eine. Ein Windpark, ein riesengroßer Windpark, wie Feldheim, Malterhausen, Dahne, alles zusammen, ne? Da hinten ist die Autobahn. Ja, dann siehst du jede Menge Windräder stehen. Der Wind ist halt nicht so prall, obwohl es da hinten hat es ganz schön gezogen. Ich bin jetzt ein bisschen geschützt hinter diesen Erdhügeln. Ja, da hinten sieht man halt die EP3, die letzte, die 126 auf MST-Turm. Ich glaube, war das. Ja. Wir sehen nicht, ob die da heute noch was machen oder nicht. Naja. Ich finde es jetzt schade, dass jetzt keine EP3 sich dreht. Vorne, wo ich angekommen bin, hat sich eine gedreht, das habe ich auch gefilmt. Und jetzt steht sie. Ne? Naja, gut. Enercon Surface ist auch eingefahren vorhin. Sie sind hier auch unterwegs, rege. Ne? Die haben genug zu tun hier. So, dann kann man mal richtig schön den Windpark mal filmen hier von da hinten an. Von da drüben habe ich auch noch nicht gefilmt. Naja.
sieht bestimmt dann okay aus, wenn die ganzen E66 mal weg sind. Wann die jetzt wegkommen, davon weiß ich noch nichts. Also geplant ist es, glaube ich, noch nicht. Dafür sind halt, glaube ich, 10 G-Anlagen waren ja weg jetzt. Und 4 oder so stehen noch hier. Jo, eine Runde. Ach doch, da hinten dreht sich doch eine EP3, siehst du? Die fallen gar nicht so auf hier im Windpark. Da. 138 dreht sich, sehr schön. Aber auch sehr langsam. Hinter die steht. Hinter die E101. Das ist ein geiles Bild, ich will gleich mal ein Foto schießen. Die E126 immer noch die fettesten Anlagen, ey. Ich finde die so geil. So monströs, ey. Monströs, so rum. Nicht monströs. Monströs. Gigantisch. Ja, da ist ja noch Platz drin. Und in den neuen EP3, ja, ist es für Monteure wahrscheinlich sehr enge. Oder nicht mehr so geräumig. Tja, hat seinen Vor- und Nachteil, ne? Die Anlagen. Ist zwar sehr schön zum Aufbau halt wahrscheinlich auch. Alles sehr durchdacht. Auch die Logistik ist jetzt viel besser, ne? Darum haben sie die auch alle so kompakt gemacht jetzt, die Anlagen. Ja, weniger Materialkosten. Sind halt wirtschaftlicher in jeder Hinsicht. Oh, Alter, jetzt geht's los hier. In jeder Hinsicht ist es wirtschaftlicher wahrscheinlich mit den EP3-Anlagen, sonst würden sie ja nicht machen. Trotzdem finde ich die hier, die fetten Berthas hier, geiler. Aber so ist das halt. Es geht immer weiter. Wer weiß, was in 10 Jahren ist, dann sind die EP3 scheiße, dann haben sie wahrscheinlich wieder ein rundes Maschinenhaus oder so, keine Ahnung. Lass uns überraschen, oder vielleicht gibt es sogar keine Windräder mehr dann. Ich weiß es nicht, was ist noch so passiert auf dieser Welt, dieser kranken Welt, ey. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Aber naja. Aber hier im Windpark ist die Welt noch in Ordnung. Hier hat man seine Ruhe. Herrlich, wie sie sich drehen, wa? Schön langsam. Schade, dass die dritte nicht dreht, ey. Wäre wieder ein schönes Bild, stimmig. Sehr stimmig. Dann die EP3 da hinten noch, die E126 auf MST-Turm. Ist schon ulkig, ey. Ja, naja, gut. Hier drüben dann die E115, die beiden. Verschiedene Namenhöhen. Was ich auch erst gesehen habe, wo das jemand geschrieben hat, wo ich ja nicht so drauf geachtet habe. Aber manchmal bin ich echt blind, ey. Da sehe ich den Wald vor Bäumen nicht. Aber egal, so ist das nur. Fehler passieren halt, selbst mir. Ich bin auch kein Profi, für mich ist das auch alles nur Hobby. Und gut ist. Klar lernt man mit der Zeit dazu, aber man weiß halt nicht alles oder macht Fehler. Das ist halt einfach menschlich und ja. Ja, siehst du, da dreht sich noch eine EP3, sehe ich gerade. Rechts weiter. Da. Und da. Cool. Zwei drehen sich. Also siehst du, schön Unterschied. Die E01 und dann die E138 dahinter. Wie die E01 überragt noch. Mit ihrer Namenhöhe. Schon cool. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt dreht sich die EP8 wieder, die letzte. Mensch, ich hätte gar nicht so drauf geachtet. Vielleicht habe ich es auch aufgenommen. Jetzt ist das Bild wieder stimmig. Jetzt müssen noch die EP3 sich da hinten drehen, die 126er. Wäre perfekt. Sieht schon geil aus, ey.
diese Biester. Heftig. Richtig geil. Naja, fahren wir mal weiter rein hier in den Windpark, ne? So, hier sind die schönen E115 Anlagen. Ja, wir haben ja hier in dem Windpark dann Enercon E115, E101, E126, dann haben wir die nochmal die neuere E126, die EP3. Quasi ist der Nachfolger von der hier. Ja, ist schon ein krasser Unterschied, ne? Dann haben wir noch die E138, die E66, E82 war die auch hier, ja, war auch hier. Und E70. Also vier Enercon vertreten hier. Dann haben wir noch Vestas 412. Und die G15er SSL, je nachdem hier, wie es gerade so passt. Und halt, ja, Osterfeld ist halt E40 da hinten, ne? Ich rede jetzt hier von Stößen, ne? Was jetzt so getrennt ist. Ja, ja. Nur ein bisschen sputen, wie immer. Ich werde noch mal nach Friedrichshain-Priesnitz. Mir die E101 mal, E103 mal ansehen. Auf ihren NG Tower. Hier diesen Hybridturm mit 98 Meter Armhöhe. Mal schauen. Und ohne Hinterkantensegmente hatte die, glaube ich. Ja, ich habe sogar noch Bilder davon, von der Straße. Die hat mir mal jemand geschickt. Ich glaube, es war Lars. Schöne Grüße gehen raus. Wo die beiden Frisier noch standen an der Straße. Und jetzt sind dann quasi die. Da kann ich mal so Vorher-Nachher-Vergleich-Bild machen. Mit der Drohne habe ich auch ein Foto damals gemacht, wo nur das Fundament schon fertig war. Ja. Das passt gut, da kann ich schöne Vergleiche machen. Das finde ich auch ganz cool. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann sollte man das machen. Ah, hier siehst du schön. Look at this, wie die EP3 über die E101 rüber ragt. Geil. Ich werde mal ein Foto noch machen.